Wir haben hier ein Projekt Social Docs, nennt sich das, mit dem wir ganz hervorragend Menschen, die in der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen kommen, aktivieren können. Es ist beeindruckend, wenn man sieht, in welcher Weise Menschen, die im Alltag schon einiges hinter sich gebracht haben, neuen Lebensmut finden. Ich bin froh, dass wir von der Glücksspirale unterstützt werden und damit so ein Projekt wie Social Docs durchführen können, denn das hilft den Menschen hier, die zu uns kommen, die bei uns sind, ganz gewaltig. Ich bin Besucherin der Tagesstätte Hintersand mit Depressionen, manischen Episoden und bin bei dem Hundeprojekt eigentlich von Anfang an dabei, freue mich drüber, dass wir dadurch auch rauskommen an die frische Luft, dass wir viel mit den Hunden erleben, dass wir auch Dinge kennenlernen, die wir von uns selbst nicht kennen. Die Hunde nehmen sie so, wie sie sind. Die schauen nicht nach körperlichem Aussehen, nach Größe oder Körpergewicht, was auch immer, sondern die Hunde sind einfach da und die Hunde sind einfach ehrlich und direkt. Durch das Mitspielen der Menschen, die sich an der Glücksspirale beteiligen und Lose kaufen natürlich, sind diese sozialen Projekte möglich.